Beziehungen funktionieren nicht wie im Fernsehen oder wie im Kino. Kriegen sich die beiden oder nicht, und dann klappt es und sie sind ein Leben lang glücklich, Schwachsinn. 9 von 10 Beziehungen scheitern, weil die Leute nicht zusammenpassen, und die Hälfte der Ehen, die da noch entstehen, werden wieder geschieden. Und trotzdem hat mich der ganze Mist nicht zum Zyniker gemacht. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Jetzt sitzt er hier und hat alles verloren. Alles von vorn, um ihn herum nur stachelige Dorn und sachlicher Zorn. Am Anfang kam die Wut, Rache geschworen. Doch jetzt ist er bei Null, nein, er macht sich nichts vor. Er fühlt sich so verbraucht, als wäre seine ganze Zeit verbrannt. Wo ist der Phönix? Gewöhnlichkeit macht meistens krank. Erinnerungen in ein halbleerer Kleiderschrank. Ein einsamer Mann, er ist allein, verdammt. Jetzt fängt die Heilung an, zu zweit wieder Vertrauen. Wow, er will sich eine Zeitmaschine bauen. Jeden Abend weht ihre Stimme ganz leise durch den Raum. Im Traum kann er ihre Art und Weise nur bestaunen. Schweigend wie ein Baum, vollendet wie ein Buch. Er sucht und findet den verhängnisvollen Fluch. Weg mit diesem Blut, trocknet seine Hände mit einem Tuch. Nie darüber gesprochen, er denkt, es ist jetzt gut. Lügen funktionieren nicht, Offenheit bestätigt. Zu vieles, was offen bleibt, nur im Kopf schon erledigt. Verwelkt, vergangen, gestorben, beendet. Zerschellt, am Rande, verdorben, verschwendet. Doch er lebt im Hier und Jetzt, genau wie sie. Parallel, weil keiner von ihnen mit den Augen sieht. Wahrheit, die da draußen liegt, Fakten ignoriert. Er denkt sich ständig, lass es doch passieren. Komm wieder zu mir, die Antwort, die bleibt aus. Genau wie sein Verstand, Gedanken müssen raus. Er verlässt das Haus, von oben tropft der Regen. Vielleicht wird er ihr doch begegnen. Vielleicht wird er ihr doch begegnen. Zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, müssen diesen Mist durchmachen. Aber der feine Unterschied ist, sie lassen sich davon nicht fertig machen. Und jetzt sitzt sie hier und hat alles verloren. Alles von vorn, verzweifelt, die Last ist enorm. Diesen Fehler macht sie nie wieder, nein, sie hat sich's geschworen. Doch jetzt ist sie bei Null, nein, sie macht sich nichts vor. Bilder werden entsorgt und Briefe zerrissen. Er wollte von ihrer Liebe nichts wissen. Was bleibt? Ein mieses Gewissen, ein bitterer Geschmack. Erinnerungen mitten in der Nacht, ist das Schicksal oder was? Es ist nicht mal mehr die Tränen wert. Resignation, aufgeben, keine Gegenwehr. Vom Leben lernen heißt leiden, entscheiden, den Weg bestreiten. Sie kann jetzt mit ihrer eigenen Feder schreiben, zu einer anderen Gegend reisen. Es ist ein Neuanfang, weil sie wieder träumen kann. Und es fängt heute an, zerschellt, am Rande, verdorben, verschwendet, verwelkt, vergangen, gestorben, beendet. Doch sie lebt im Hier und Jetzt, genau wie er. Manchmal fühlt es sich so an, als ob er da draußen wäre. Noch nicht aufgeklärt, wer ist jetzt noch da? Wenn es soweit ist, ist es das letzte Mal. Sie sucht die alten Bilder, sie sucht die alten Briefe. Was hat er geschildert, was hat er geschrieben? Und ist er jetzt zufrieden? Die Antwort, die bleibt aus. Leise oder laut, Verantwortung verbraucht. Sie verlässt das Haus, von oben tropft der Regen. Vielleicht wird sie ihm doch begegnen.